trauriger Anfang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ralf Rangnick ist weg. Ralf Rangnick, der Trainer von FC Schalke 04, der Grund Burnout. Und jetzt werden viele von Ihnen zu Recht natürlich sagen, darüber macht man keine Witze. Ja, machen wir auch nicht. Warum macht man eigentlich keine Witze über Schalke 04? Nein, weil man im Moment Witze über den HSV macht. Hamburg war ja früher auf der Landkarte immer oben in der Tabelle. Sieht das ein klein bisschen anders aus, ne? Aber es ist viel mehr passiert. Der Euro-Rettungsschirm wird vergrößert. Also wir haben mal mit einem Knirps angefangen. Mittlerweile sind wir echt schon bei Familienschirmen, aber es wird ein Sonnenschirm, glaube ich. Und es kommen warnende Worte aus Amerika. Barack Obama sagt, Vorsicht Europäer, seid da nicht so zögerlich mit eurer Euro-Rettungsgeschichte. Und wenn das Barack Obama sagt, dann ist das für mich so ein klein bisschen, als ob jetzt Herr Ackermann den Arbeiter-Samariter-Bund berät. Oder noch schlimmer, die Kanzlerin eine Biografie von Philipp Rösler vorstellt. Hat sie übrigens gemacht, ja? Philipp Röslers Biografie ist erschienen und die Kanzlerin hat sie präsentiert. Was hat die sich dabei nur gedacht? Wahrscheinlich das Richtige, nämlich interessiert ja eh kein Mensch. Aber viele Millionen Menschen waren interessiert am Papstbesuch hier in Deutschland. Er war hier und er hat für Aufsehen gesorgt. Aber die Kritiker sagen, nee, das war alles ein bisschen lasch. Keine Innovation, keine Kritik, keine Impulse für die Jugend der katholischen Kirche. Was haben die erwartet? Der Papst steppt im Kettenhemd? Geht überhaupt nicht, hat keine roten Steppschuhe. Aber was der Papst hat, ist immer eine Tasche voll Kondome dabei. Schauen Sie mal. Das hier ist Erfurt. Und in Erfurt ist der Papst. Wissen wir ja jetzt, ne? Und wir wollen mal gucken, was die Leute sagen, wenn der Papst einfach mal nicht im Papamobil mit der Schweizer Garde hier anrückt, sondern einfach mit der Einkaufstasche durch die Stadt geht und ein bisschen was verteilt. Das dürfte doch so schwer nicht sein in dieser Stadt. Haben Sie irgendeine Funktion in der Kirche oder nein. Lust drauf, Priesterin zu werden? Nein, aber ich war jetzt in Rom gewesen. Aha, Vatikanstadt angeguckt? Ja, genau. Wie ist das so im Vergleich zum Erfurter Dom hier? Viel schöner. Ja, Mensch, warum bleibt er dann nicht dort? Warte. Wissen wir nicht. Alles klar. Kerstin, Sie kriegen jetzt noch ein Geschenk, ein Kondom. Das ist neu bei der katholischen Kirche. Können Sie sowas gebrauchen? Ja, ja. Hat man eigentlich, wie alt sind Sie, darf ich das 83. Fragen? Hat man dann noch 6? Ab und zu. Dann kriegen Sie eins. Oh, danke. Sehr gern. Ach, das brauche ich nicht mehr. Na, das, wer weiß. Bei mir passiert nichts. Naja, aber Sie können es doch an die Enkel vererben. An oder die Enkel. Kinder. Die sind noch zu klein. Wie alt sind die? Ja, eine ist 15. Na? Ja, 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 doch. So lange hält es? So lange hält es, dürfen Sie behalten. Ja. Das also, geht so sagen. Mit 15? Na. Na. Ist sie auch katholisch? Ich bin katholisch. Und die Enkelin? Nein, nicht getauft. Na, dann geht das mit 15. Ich weiß. Halleluja. Ach, Sabine. Nein. Wieso Sabine? Ja, hallo. Wenn der Papst kommt, wird sich informiert, wer hier so steht. Wenn der Papst kommt, ja. Bin ich nicht hier. Warum? Weil wir Stellverbot haben. Was ist denn da los? Da dürfen wir nicht kommen. Ich möchte nicht gefilmt werden. Sabine, was hier los ist in dem Erfurt? Das hier zum Beispiel sind Briefkästen. Und die werden auch noch abgebaut, habe ich gerade erfahren. Da könnte ja die Briefbombe da drin sein oder Post vom Papst. Das wollen wir ja nicht. Super. Das ist ja wohl ein Witz, ne? So. Was ist los? Ich erzähle Ihnen jetzt mal einen Papstwitz, ja? Der Papst spielt Lotto. Hat sogar einen Dreier gewonnen. Ja, geht aber nicht hin. Wir gehen jetzt mal in den Kirchenladen. Da habe ich nämlich gesehen, gibt es Radiergummis mit dem Papst drauf. Die heißen Ratzefummel. Und das ist das Gerät. Und das können Sie heute noch haben. Bleiben Sie also bitte dran. Sie werden in dieser wundervollen Unterhaltungssendung noch an den Ratzefummel kommen. Und wir haben noch einen Gast hier im Studio. Oswald Musielski gehört der sehr seltenen Gattung der
Countertenöre an. Was das ist, wie das funktioniert und ob das was mit dem Radiergummi zu tun hat, sehen Sie gleich. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Es gibt Oswald Musielski noch in dieser Sendung, Countertenor. Er wird uns eins trällern und es gibt noch den Radiergummi zum Papst. Viele Menschen regen sich allerdings über was völlig anderes auf und das zu Recht. Denn 9,8% der Wählerstimmen in Berlin, das ist natürlich ärgerlich, wenn man die Stimmen nicht selber kriegt. Es freuen sich darüber 14 Männer und eine Frau der Piratenpartei in Berlin. Die sind jetzt im Senat und ich sage Ihnen, das hat was mit dem Fluch der Karibik zu tun. Wenn die Piraten im Kino sind, warum sollen sie dann nicht auch in den Senat? Glaubt zumindest unsere Reporterin Eva Maria Sommersberg. Hast du so einen Piraten irgendwie so im Kopf? So als Vorbild oder als Bösewicht schlechthin? Johnny Depp oder so? Ist doch eigentlich ein smarter Typ, oder? Ja. Halt so gemacht, dass die Leute lieben, ne? Ist ja klar, das ist alles so ein bisschen... Sind ja auch fast nur Männer im Landtag, ne? Ja. Ist in der Politik fast überall nur so. Fast nur Männer, ne? Das ist ja eigentlich normal. Aber so viele junge Leute gibt's ja in keiner anderen Partei, ne? Ja, ich würde es trotzdem nicht wählen. Nee. Es geht so um das Thema Freiheit fürs Netz, Freiheit für die deutsche Binnenschifffahrt und würdest du die Piratenpartei wählen? Also wenn sie jetzt, was ich bis jetzt gehört habe, fand ich eigentlich immer ganz gut. Aber das mit den Schiffen ist jetzt natürlich nicht so super. Nee, gar nicht, ne? Nee. Die Piratenpartei hat nichts mit Piraterie zu tun. Okay, auch nicht mit Internetpiraterie? Man könnte es unter Meinungsfreiheit gelten, oder? Mhm. Und wie sehen Sie es mit den Zusammenhängen in Somalia vor der Küste vor ein paar Jahren, als die deutsche Schiffe angegriffen wurden von Piraten? Das ist sicherlich dem zu schreiben, dass die Piraten natürlich neu sind und eventuell sich Aufmerksamkeit verschaffen wollen. Aha. Und fühlen Sie sich bedroht? Jetzt zum Beispiel Nordsee-Ostsee-Thema? Eigentlich nicht. Also sind Sie auch eher ein Fan von Johnny Depp als Pirat? Nicht unbedingt von Johnny Depp. Aber wie gesagt, finden Sie nicht, dass es eine Modeerscheinung ist, diese ganzen Piratengeschichten? Nee, das ist jetzt für mich ein Versuch, weil alles andere etwas festgefahren erscheint, weil die Leute einfach ein bisschen vielleicht auch eine Alternative suchen und keine anderen da sind. Aber Kapern ist eine Alternative? Ich suche momentan nicht so nach Alternativen, weil, wie gesagt, ich bin momentan politikmüde. Ich weiß gar nichts von Piratenpartei. Ich weiß nur, dass sie jetzt in Berlin in den Landtag eingezogen sind. Oder ja, mehr weiß ich nicht. Okay, gut. Ich weiß gar nichts von ihrem Programm. Und Sie haben keine Angst vor dem Unbekannten? Nee, was ich gelesen habe, war nicht schlecht. Sympathische junge Leute, ja, oder? Ja. Also kommt drauf an. Die sind ja auch gut für die Miete in Berlin, dass sie weniger ist. Und das eigentlich finde ich ganz gut, dass sie oben dabei sind halt. Und glaubst du nicht, dass es gerade irgendwo so eine Modeerscheinung ist, wegen Johnny Depp, Fluch der Karibik? Finde ich eigentlich nicht. Also weiß ich nicht genau. Also eher nicht wählen, dann? Nee, eher Schluss machen. Ja. Ja, okay, gut, vielen Dank. Kein Problem. Dann machen wir Schluss. Wir rufen eigentlich Piraten. Auch völlig egal. Dankeschön, Eva Maria Sommersberg. Und Sie sehen schon, ich bin nicht allein. Oswald Musielski ist hier, ist Countertenor. Und viele von Ihnen fragen sich zu Recht, was ist das überhaupt? Countertenor, Mischung aus zwei verschiedenen Stimmen, Sopran und Alt. Sopran, die höchste Frauenstimme. Eine Mischung aus Brustresonanz und der Kopfstimme. Aber vom Mann gesungen. Richtig, das männliche Erscheinung. Ist eine Erfindung im Barock gewesen, glaube ich. Und ähnlich klassisch wird es auch gleich bei uns zugehen. Und sehr verehrte Damen und Herren, wenn Sie jetzt zu Hause nur Radiergummi verstanden haben, dann erinnere ich noch mal an diesen Ratzefummel. Denn den können Sie haben. Den Radiergummi zum Papst. Schreiben Sie uns eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse. Und die ersten 12, die uns schreiben, bekommen den Radiergummi nicht. Aber der 13. Der wird es erhalten. Herzlichen Glückwunsch schon an dieser Stelle. Schreiben Sie jetzt am besten sofort die E-Mail. Und dann könnte dieser wundervolle Ratzefummel Ihnen gehören. Und jetzt müssen wir uns auch ein klein bisschen beim Papst entschuldigen, glaube ich. Wir haben heute sehr gelästert. Und wir tun das mit einem klassischen Musikstück von Händel. Es hat einen italienischen Namen und ich kann kein Italienisch. Das Ombra Mai. Das heißt? Muss keiner wissen. Alles klar. Oswald Musielski.
schön. Unsere kleine Entschuldigung an den Papst. Ombra mi fu von Georg Friedrich Händel, gesungen von Oswald Musielski. Alle Infos zu diesem Herrn finden Sie im Netz. Die Adresse ist unten eingeblendet. Vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank an Sie zu Hause fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Bis dann. Tschüss.